Gentner-Vater stirbt nach Zusammenbruch im Stadion-Drama bei VfB Stuttgart. Der Vater von Kapitän Christian Gentner ist nach einem Zusammenbruch im Stadion verstorben. Das teilte der Verein am Samstagabend mit. Der 2:1-Erfolg der Stuttgart gegen Hertha BSC wird von dem tragischen Unglück überschattet. Herbert Gentner sei am Samstag unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion verstorben, teilte der Club auf seiner Internetseite mit. Der VfB Stuttgart ist in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner, heißt es weiter. Laut Bild sei eine Kommunikationssperre verhängt worden, Mitarbeiter sollen keine Interviews mehr geben. Gentner eilte aus Kabine nach dem Spiel. Hatte Gentner offenbar in der Kabine vom Zusammenbruch seines Vaters erfahren. Das berichtet die Bild. Sein Bruder sei gegen 17.50 Uhr mit der schrecklichen Nachricht zu ihm in die Kabine gekommen, wo die Mannschaft gerade den Sieg feierte. Kurz davor hatte Gentner noch Interviews bei Sky und dem SWR gegeben und sich erleichtert gezeigt über den Heimsieg. Er ahnt noch nichts. Anschließend seien er und sein Bruder gemeinsam mit dem Vereinsarzt Dr. Raymond Best und Finanzvorstand Stefan Heim in den Businessbereich des Stadions geeilt. Dort versuchten Sanitäter und ein Notarzt wohl bereits, Gentners Vater mit Hilfe eines Defibrillators zu reanimieren. Kurz nach 18 Uhr waren die verbliebenen Fans über eine Durchsage aufgefordert worden, das Stadion aufgrund eines medizinischen Notfalls zu verlassen. Wegen eines medizinischen Notfalls ist die Veranstaltung beendet. Bitte gehen Sie nach Hause, hieß es aus den Stadionmikros,